da draußen ab. Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Red Dead Redemption. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind immer noch in Mexiko. Schauen wir mal, was die nächste Mission so bringt. Ach ja. Tengo nada. Gentlemen, gentlemen, I thank you. Oh yeah. Hey, Mr. Marston, how you keeping, sir? Just good. Thank you. And you? Oh, very well, sir. Thank God my wife died. Unlucky in love, lucky in cars. Corazon, champagne for everyone. Keep playing, Mr. Ricketts. Oh, I'm sorry, Herr Muller. I'll keep playing you in servitude for the rest of your life on Earth. If that makes you happy, yes, I shall indeed, sir. Well then, your deal. Oh, Marston, would you like to join us? I don't think so. I'm just gonna have a drink. Oh, come on. Sit down. Sit down. Okay then, gentlemen. Ich kann noch kein Pokern. Oh, ein Deutscher. Ein Deutscher. Jeder Grund mit dem Pflicht, muss die Hälfte, ja, das weiß ich ja. Not for me. Was haben wir denn? Junge 10. Hm. Why not? I call you. Wir haben 2 10. Schieben. Mitgehen. Wir haben 2 10 auf der Hand. Schieben. Ach komm, scheiß drauf. Wir haben eine Straße. Hupe 10. Schade. Wir hatten eine Straße, Bube 10. Zwei 10. I'll take a whiskey, if you're buying, Muller. No, thank you. I fault. You two must think I'm a... Shit, vielleicht nicht. You fucking cheat! Was? Excuse me? You fucking looked in my fucking cards, you fucking cheat! Now, Herr Muller, let's calm down, there must be some mistake. There's no mistake, your Yankee friend here is a fucking... Wenn du die Karten so scheiße hältst, dann guck ich raus. Oh yeah, you know exactly what you did. Yeah, I know exactly what I did, friend, which was nothing. I'd prefer it if we could all play a friendly game and no one get hurt. You planted this guy, Ricketts. Now, why would I do that? I've already beaten you. Now, calm down and let's finish the game. There's no more cards game. Ease up there, friend. There must be a name for this. Stand off. An impasse, sir. Oder ein Patt. An impasse. We could all die. Here and now. I'm not fighting you, Ricketts, but the Yankee him I don't like. He's done you no harm, Muller. He's done me no good either. Outside, winner takes the pot. The winner will take what he wants. The other man will be in no position to argue. Sanchez will be my second. As you wish, Germany. As you wish. Okay. Ein kleines Walk with me, John. I want to make sure you know how this is going to work. Ein kleines Duell. Nice. A duel is all about timing. If you pull your gun too soon, you'll be less accurate. After you draw, pick your shots carefully, like I showed you. Once you've picked your marks, the rest, my friend, is in the hands of fate.
Let's get this over with. Steady now, partner. Besiege Müller im Duell. Nobody steals from me, especially an American. Schön übersetzt, Hamsen. Das war's mit dem Deutschen im Wilden Westen. Your health. You, the man they call Marston Sea. You like killing? Watch me cut her throat. Nice friends you got here, Mr. Ricketts. Do you, Marston? Peleamos ahora, eh? We fight now. You better not miss, partner. No merezco esto. Erledige den Fremden, ohne die Geisel zu töten. Okay. Oh, madre mia. Okay. Ich glaube, er hat mich erledigt. Dios mio. Könnten der Geisel doch einfach in den Bauch schießen, das überlebt sie doch. Scheiße. Hui. Das war ein schöner Headshot. Oh. Da kommen noch mehr. Hallo? Wir wollten doch eigentlich nur Karten spielen und schon haben wir wieder 10 Leute umgebracht. Then again, I doubt Muller will be missed. He wasn't much of a poker player. Wir wollten nur eine Runde Poker spielen und jetzt ist er wieder. Mann. Guck mal, ob er noch was Schönes dabei hat. Ich will ja wenigstens noch die Leute hier looten. Das ist ja mein Zeug hier. So. Gehen wir noch gleich nochmal zu ihm hin. Machen wir gleich mal weiter mit ihm. Hey, Gringo. Mr. Ricketts, come on in. Sit down and have yourself a drink. Sure. Say, any word of Javier Escuela? No, nothing yet. Say, why are you after him anyway? We're old friends. We just kind of educated together. So what is this, some kind of high school reunion sort of thing? So in etwa. Sag, hä? Wusste, dass er das sagen würde. Well, you've killed people. You live the life. That I have. And I tried to stop. I mean, I don't know. I tried to go straight. I did. I left the gang after the gang left me. Left me to die after I'd been shot. They'd all gone crazy anyhow. Our old leader... Fella you probably heard of. Anyway, he more or less lost his mind, went and shot a bunch of people unfair like. I got shot in a robbery. They left me, and I left them.
That's how it goes. Already had me a woman. Got me a farm. Then I got me more trouble. Sure. Been sent to track down the men I used to run with. Track them, kill them. Well, if you don't, someone else will. There's no escape. Look at me. I spent 25 years killing men. Look at me now. Sitting around here like some low-rent would-be messiah. We're relics. Come on, have yourself another drink and let's wallow in a little self-pity. Sounds like a plan. Your health. Mr. Ricketts! Mr. Ricketts! Thank the Lord I have found you. And you, Mr. Marston. Will you sit down? You all right? I'm well, sir. But Allende is sending more men to the death. Prisoners who have not been tried. A prominent writer, Castilla, and a local official whose only crime was not putting the small holders on the street when they were late with taxes. Writers and government officials. For once, I agree with Allende. Some men need to be killed. Mr. Ricketts! I was just joking. Where are they? Out near Escalera. Let's hang up our self-pity and go shoot ourselves some bad guys. You're gonna be all right. Okay. Thank you. Both of you. Krieg mal hin. Sollte kein Problem sein. Ich bin da guter Hoffnung. Wie geht da? Wo ist mein Pferd? Los, komm jetzt, Junge. Komm, alter Mann. Dummes Pferd, ey. Melinda seems to have more enemies by the day. Perhaps you would know. Rumor has it you've been making all kinds of new friends. I don't pay much attention to rumors. Just be careful, John. Keep jumping from one side of the fence to the other. You might just get impaled on it. I have to find these two men. With respect, how I do it is no concern of yours. Choose your tone wisely, partner. Remember who you're talking to. How could I ever forget? And who are you, John Marston? Apart from a rat feeding every other hand he can find, my name means something. All you've done is kill a few peasants, and the only real outlaw you've taken on dropped you like a bad habit. Now, I politely ask you to watch your tone, Rick. All I'm saying is, maybe there's a reason why people around here don't want to talk. Da könnte er recht haben. It's the only thing that keeps me going. You know, you remind me a lot of myself. How I used to be, stubborn and angry. You ain't changed all that much. I always thought I'd lived a charm life. I've known wealth, respect, love, even fame. I never read a book or done a day's work, but I had it. Look, it's an army convoy. I think I see the prisoners in those wagons. Come on, see if you can take control of that first wagon. Oh, das war vielleicht ein Fehler. Wir hätten das vielleicht von hinten auf satteln sollen. Der mexikanische Zug. Wir hätten die vielleicht von hinten einfach mal alle abbannern sollen. Wir hatten mal so vor uns, neben uns und hinter uns. You see that? Prison wagon. That must be them. This is our chance. See if you can take control of that first wagon. Ach, scheiße. Let's go. Aua. Aua. Wo kriegst du denn noch Schüsse ab? Die haben ein Aiming, ey. Das ist so krass. Das ist echt krass. Alter Schwede. Look, it's an army convoy. I think I see the prisoners in those wagons. Come on. See if you can take control of that first wagon.
So nicht, Leute. Alter, was ist denn? Oh, Mann. Die Idee war gut. Die Idee war echt gut. Die Umsetzung war scheiße. Jetzt? Okay. Aber ich denke, wir werden gleich noch angegriffen werden, oder? Ich denke mal, das wird nicht lange gut gehen. Ja, ich denke, wir werden gleich angegriffen werden. Alles andere würde keinen Sinn machen. Ja, das sind sie. War das auch nicht die Grenze? Scheiße. Alter! Wir müssen doch jetzt in Amerika sein, oder? Doch, es war die Grenze. Eieieiei. Es war interessant. We'll handle it from here. I know you got other matters to attend to. It's been nice riding with you, Mr. Ricketts. And you too. You took me back to another time. Talk to Louisa. She'll help you, and she's well connected in that other land. I hope you find what you're looking for, Marston. You know what I'm looking for. Was das? If you say so, Marston. If you say so. Hey, Ruhm und Ehre. Ehre gibt's halt nicht. Ehre gibt's halt nicht. Karte. Wir sind da. Sollten wir nicht mit Louisa sprechen? Aber Louisa wird mir gar nicht angezeigt. Ja, dann reiten wir mal zu De Santa hin. Gucken, ob die Jungs auf der Brücke sich abreagiert haben. Die sind weg. Okay.
Die Musik ist so mega genial. Ich mag das so sehr. Einfach ganz entspannt, ein Klavier. Moin. Aber ich denke mal, dass wir bis zum zweiten Teil fertig werden. Ich bin da sehr, sehr guter Hoffnung. Es hat ihre Folgen, werde ich so zwischen 25 und 30 Minuten machen. Aber ich denke, dass wir bis zum Release, ich glaube im November kommt es raus oder so. Ich denke mal, bis zum Release werden wir auf jeden Fall fertig. Ende Oktober, ich bin mir gerade nicht sicher wann. Warum auch nicht? Warum sollten wir nicht fertig werden? Wir reiten jetzt zu dem Gouverneur oder so, kann das sein? War das der? Die Sonne ist aber schnell untergegangen. Escalera. Es eskaliert aber schnell. Ah, Pferd, komm schon. Wer? Ach so. Da. Mann. Ach, diese Pferdsteuerung manchmal, ey. Durchsuche die Leiche. Gib dem Ladenbesitzer das Geld zurück. Sehr, sehr gerne. Oh, so ein bisschen mit Flöte. Hasta la próxima. Wo ist sie denn? Da. Will ich eigentlich nicht. Medico. Aber, danke. Das ist lieb. So, dann gehen wir mal zu dem Big Boss hier. Oh, wir haben hier ein Dings hier. Wo hängt er? Da hängt Steckbrief. Weit weg. Ja, ja, speichern. Naja, ist ja übelst weit weg. Wie weit ist es denn noch dahin? Nicht mehr so weit, ist ja gleich hier oben. Aber ich denke, wir machen mal eine Pause, weil dann können wir das hier in der nächsten Folge schön entspannt machen. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder zu einer weiteren Folge von Red Dead Redemption hier auf meinem Kanal. Vielen Dank, bis morgen, ciao.